Auch Maria schätzte mich falsch ein, worüber ich mir auch fast täglich Sorgen machte. Sie wollte vermutlich schwanger werden und heiraten und sich verschlingen lassen von ihrer Rolle als liebevolles Hauswesen, welches Leben empfing und Leben zurückgab und neues Leben auf die Welt brachte. Es war irgendwie unaufhörlich. Maria war ein Mensch, der sich mit enormer Kraft in ein Stück Wirklichkeit festbiss, um aus diesem Biss ihr Leben zu formen. Dieses Stück Wirklichkeit war ich. Und es ängstigte mich, Marias Biss zu spüren. Mehr noch ängstigte mich, dass es vor diesem Biss vermutlich kein Zurück mehr gab. Vor ein paar Wochen hatte ich, um die Armseligkeit meiner Jugend auszudrücken, gegenüber einem Bekannten behauptet, fast das einzige Glück meiner Kindheit seien die Lurchi-Hefte gewesen, die es damals beim Kauf von Salamanderschuhen gratis gab. Natürlich hatte ich als Kind noch viele andere Freuden gekannt, zum Beispiel das Herumtreiben auf Rummelplätzen oder der Besuch von Zirkussen. Außerdem entdeckte ich in dieser Zeit die schwer begreiflichen Freuden der Onanie. Ich hatte mich als Kind gefragt, ob auch Lurchi onanierte. Erst nach einer Weile war mir wieder eingefallen, dass Lurchi ja gar kein Mensch war, sondern nur ein Salamander. Und Salamander konnten meines Wissens nicht onanieren. Ich öffnete das Fenster, um einer Amsel besser zuhören zu können. Da sah ich etwas Sensationelles. Die Amsel sang und schiss gleichzeitig. Da vorne aus dem schönen gelben Schnabel stieß sie lange Triller aus und hinten unterhalb des Schwanzes schossen mehrere kleine weiße Spritze hervor. Das Kunststück war mit einer leichten Körperanhebung verbunden, die dem Tier die beiden Anstrengungen vermutlich erleichterte. Es ist nichts los, sagte ich zu mir. Du kannst weiterleben wie immer. Dankeschön.